Bruderschaft. Im Namen des Schützenvereins von Weintal und unserem Königsmarschall Elisabeth Fuhrmann möchte ich mich bei Ihnen allen recht herzlich für die rege Teilnahme an unserem Festzug bedanken. Ein Gegenzug unsererseits, sofern noch nicht geschehen, ist Ehrensache. Dann möchte ich heute hier im Festzelt den jüngsten Fahnenträger aus Köln begrüßen, den Peer Noss. Peer, zeig dich mal. Vielen Dank. Ich darf an dieser Stelle alle anwesenden Majestäten im Namen unseres Königspaares gleich zur königlichen Kaffeetafel einladen. Weiterhin gilt unser Dank dem Tango-Chor in Treuefest unter der Leitung von Hermann Josef Thierry, dem Musikclub Rot-Weiß-Goldstock unter der Leitung von Ralf Jonas und der Stadtkapelle Köln e.V. unter der Leitung von Stefan Alster. Herzlichen Dank für die tolle Begleitung an beiden Tagen. Die Stadtkapelle Köln e.V. wird dann ab ca. 16.30 Uhr hier im Festzelt noch ein Platzkonzert veranstalten und ebenfalls ab 16.30 Uhr findet für die Kinder ein Kinderschminken und ein Kindermalwettbewerb statt. Gestatten Sie mir stellvertretend für alle einige besondere Gäste in unserer Mitte zu begrüßen. Ich heiße herzlich willkommen vom Stadtverband Kölner Schützen den Stadtschützenmeister Alexander Ommer von der St. Hubertus Schützenbruderschaft Köln-Löwenich. Vom Bezirksverband Köln-Süd den Bezirksbundesmeister Günter Grosse von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Köln-Nippe. Dann das Bezirkskönigspaar Günther Mechthild-Wolf, ebenfalls von der Bruderschaft aus Köln-Nippe. Die Adler Schützen Köln-Zollstock stellen in diesem Jahr die Bezirksprinzin, den Bezirksschülerprinz Michael Schulte und den Bezirksfamilienprinz Vivian Selster. Erlauben Sie mir bitte in diesem Rahmen noch eine kleine Ehrung vorzunehmen. Dazu möchte ich Herrn Ralf Kröpf auf die Bühne bitten. Meine Damen und Herren, Ralf Kröpf ist ein Meierthaler Junge, der an seinem Schützenverein hängt. Jedes Jahr, wenn das Schützenfest bevorsteht, wird er ganz kribbelig und hibbelig und ist nicht mehr zu halten. Er packt an, überall, wo wir Hilfe benötigen, und dies schon seit Jahren. Seine Frau und seine Kinder spannt er dann auch mit ein. Ihm fehlt eigentlich nur noch die Schützenfrau. Aber vielleicht bekommen wir das auch noch irgendwann hin. Lieber Ralf, als Dank für deine Unterstützung darf ich dir im Namen des Schützenvereins Köln-Maintal diese Urkunde überreichen. So, deiner Frau liegt ein paar Blümchen mit und das andere Geschenk habe ich leider noch im Koffer. Ich komme gleich nochmal zu dir. Lieber Ralf, wir wünschen dir weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und hoffen, dass wir auch in Zukunft auf dich zählen können. Bevor wir uns dem geselligen Teil widmen, möchten wir allen gefallenen und verstorbenen Schützenschwestern und Schützenbrüdern gedenken. Der Schützenverein Köln-Maintal gedenkt in diesem Jahr seiner Schützenschwester Wilka Düll, die von uns gegangen ist. Danke.
Danach erreichen wir unser Vaterland mit der nationalen die Referenz. Staatsmusik von Witten. Das Wort hat nun unser Kommandant. Medici.